Damals, also etwa vor zehn Jahren, ging meine Frau die Szene mit mir durch, wenn ich ein Casting hatte. Bei X-Men hatte ich vier Seiten und sie fing an und meinte: Okay, Logan versteift sich, es ist Spannung in der Luft, seine Krallen wachsen aus seinen Händen, his hands snickt, geschrieben S-N-I-K-T und so ein englisches Wort gibt es nicht. Sie legte das Skript hin und meinte: Das kannst du nicht machen, das ist nur lächerlich. Ich hatte auch keine Ahnung, was das alles sollte, das war das einzige Mal, wo meine Frau falsch lag, nach ihren eigenen Angaben jedenfalls. Aber für mich war das eine neue Welt. Als ich jung war, mochte ich Superman gern und ich mochte auch einen sehr drolligen Kerl namens Plastic Man. Und ich war ein Fan von der Fernsehserie Der Mann aus Atlantis. Erinnern Sie sich an den? Der Mann, der unter Wasser atmen konnte. Er schwamm auf diese Weise. Ich war im Schwimmbad und wunderte mich, warum ich so nicht vorwärts kam, während der Typ total abging auf die Art. War das nicht Patrick Duffy, Bobby Ewing? Ach ja, der war das. Okay. Das waren meine Helden. Wie spät ist es? Es ist halb elf. Nein, nicht sexy um diese Zeit. Nicht vor zwölf. Der Trick ist, niemals vor zwölf Uhr mittags in den Spiegel gucken und nicht nach sieben Uhr abends. Dann ist alles bestens. Was Wolverine betrifft, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Typ jemals in irgendeinen Spiegel sieht. Ich wollte nicht, dass er wie ein Calvin Klein Model aussieht. Meine Idee war, ihn ein bisschen animalisch zu machen, sehr stark. Ich wollte dieses fast schon etwas unangenehme Gefühl erzeugen, wenn man ihn sieht. Gefährlich, kräftig. Für manche Leute wird das vielleicht sexy wirken, für andere bestimmt nicht so sehr. Das überlasse ich dem Zuschauer. Ich sehe jedenfalls nicht viele Models herumlaufen derzeit mit so starker Gesichtsbehaarung oder gar Körperbehaarung, ehrlich gesagt. Er setzt definitiv einen neuen Trend, könnte man sagen.